Unseren Quellen zufolge ist Janos Tyrek, unser wissenschaftlicher Leiter, am Leben und weilt noch auf Balmorra, in einer Forschungsbasis der Republik unweit der Giftseen. Findet diesen Wissenschaftler und nehmt ihn gefangen. Meine Leute bringen ihn zurück und dann bekommt ihr die Gelegenheit, in Giftmüll zu baden. So gut wie erledigt. Das klingt so lustig. Wir baden in Giftmüll. Ich habe gerade gehört, dass mein Sohn seine Prüfungen auf Korriban bestanden hat und nach Balmorra unterwegs ist. Ihr sollt ihn doch nicht verpassen. The power of the dark side. So sind wir. Juhu. Ja, irgendwas bekommt. Wir müssen zu Lieutenant. Wie spricht man das eigentlich aus? Davril? Es muss Einbildung sein, aber ich könnte schwören, dass ich den Knall noch von hier aus gehört habe. Danke, mein Sith Lord. Aber es sieht so aus, als wäre der Widerstand noch nicht am Ende. Es ist doch verwunderlich, wie schwer sich das Imperium mit einem dahergelaufenen Haufen von Widerstandskämpfern tut. Früher hatten wir den Widerstand in der Wildnis unter Kontrolle, aber sie werden frecher. Sie greifen imperiale Stellungen im alten Industriesektor von Balmorra an. Wir müssen ihre Frechheit bestrafen. Lieutenant Thorpe am markaranischen Außenposten hat ein paar Ideen, wie man den Widerstand wieder auf seinen Platz verweisen kann. Okay, dann gucken wir jetzt an, wo die ganzen Quests liegen. Also ich habe nur Enz jetzt gerade verstanden. Er hat Lord gesagt. Wann haben wir die Beförderung? Wir sind ein Sith und deswegen sind wir für ihn ein Lord. Denn wenn er uns so nicht anspricht, dann ist er nicht mehr am Leben. Nur ein richtiger Sith-Lord darf uns mit Schüler oder Akolyt ansprechen. Du weißt ja, einmal würgen und er ist tot, einmal blitzen und er ist tot. So viele Möglichkeiten. Links. Ich habe es leider. Weiter in Außenposten. Weiter im abgelegenen. Also links unter uns. Markanischen, ja. Reiseroute bestätigt. Weil ich falsch abbieg. Weiß ich Bescheid. Wenn, dann bin ich jetzt Adat. Ja, ich auch. Wenn drei Dativlin, dann ist Fähige Fall. Oh, was ein Gegenverkehr. Ja, gell. Blinker setze, Snackschmo. Was jetzt noch lustig wäre, das Radio aufdrehe. Achso, wie früher im GTA. Ja. Ja, San Andreas. Hier ist auf jeden Fall auch die Möglichkeit zu verkaufen. Irgendwie fliege ich doch woanders hin als ihr. Ja, Foxy fliegt weiter. Ihr habt doch auch dieses makaber Gedöns da. Warum fliegt denn bei mir da durch? Keine Ahnung. Weil du anscheinend doch woanders geklickt hast. Wo ganz anders. Ihr seid bei dieses markarischen zweimal. Ich habe Sturmstab. Wo genau seid ihr jetzt hin? Beton 187 Schade Maximum. Gleiter im markaranischen imperialen und? Außenposten. Ich bin links bei diesem Gleiter im abgelegenen markaranischen Außenposten hin. Nee. Okay, also besser. Ja.
Raumschiff sieht irgendwie cooler aus. Ne, kacke, da ist verkauft. Legen Sie wohl. Nettes Schwert, keine Angst. Was anderes, wo ich A ziehe. Da kannst du wieder zurückkaufen. Guck mal, ist er besser? Oh ja, definitiv. Plus 79 Max Schaden. Danke dir. Ja, dann kannst du wieder Farbkristall rein drücken. Hätte ich A noch deine Worte mal gäbe wollen, kann ich da wieder hinschmeißen. Ich hab selber einen. Ah, hast du noch mehrere? Okay. Ich hab für Crit-Treffer, damit ich die Typen an mich binden kann. Besser. Das hier ist übrigens der Farbkristall, den er mal hergestellt hat. Aber wie ihn da sehen, lilanes Item. Schade, schade, schade. Das sind dieses Kundenbanner, dieser Kultur. Artefakt Rang 4. Ui. Da kennt der gar nichts. Ein Stöckchen. Das ist ein Vibro, es ist ein Stab. Stab ist kein Lichtschwert. Das ist ja wie die Vibro-Klinge. Warum durfte dann jetzt ein Farbkristall drin drücken? Weil, wegen den Werten. Können wir weiter? Ja. Es tut mir leid, dass ich dir eine Stange gegeben habe. Ist doch alles okay. Aber er war halt besser, ne? Ja, ist mal was anderes. Der Tüftler 66. Ah, die Schülerin. Ich hatte mich schon gefragt, wann es euch wohl an die Front verschlägt. Darf Schnitz töten, er hat die Schülerin... Tüftler 66. Ja. Ich gehöre zur Einsatzabteilung des Imperialen Geheimdienstes. Und falls ihr einen Moment Zeit habt, möchte ich euch gern was zeigen. Wie ich sehe, überwacht ihr die Kommunikation. Was muss ich noch wissen? Links ist eine gewöhnliche republikanische Com-Einheit, wie sie Widerstandskämpfer erhalten. Bestimmt habt ihr schon hunderte davon gesehen. Die andere ist eine republikanische Com-Einheit, an der jemand herumgebastelt hat. Bitte nur anschauen, nicht berühren. Die zweite enthält ein halbes Kilo Sprengstoff, der in die Luft geht, sobald jemand den Knopf zum Sprechen drückt. Damit soll vermutlich der Widerstand ausgeschaltet werden. Ja, unser Plan besteht darin, einige dieser sabotierten Com-Einheiten hinter die Linien des Widerstands zu bringen und ihren Gefallenen unterzuschieben. Dann sollte der Widerstand bald kommen, die Einheiten einsammeln und ins Hauptquartier bringen. Die Explosionen werden sie zerreißen und Panik auslösen. Wir möchten, dass jemand wie ihr sich darum kümmert. Jemand, der nichts ausplaudert, falls er gefasst wird, und allein operieren kann. Könnt ihr das tun? Wir operieren im Team, nicht alleine. Der Widerstand wird bald überall den... Jetzt hängt das Ding alle auf deiner Schuld! Bilder an der Akademie auf Korriban müssen... Herr Blitzableiner! ...gewesen sein. Geht rüber zu unserem Techniker, einem Ball... Foxy, das wird jetzt echt schwer mit der Blitzattacke. Die Leute hier nennen ihn Wunderkiste. Er gibt euch die Sprengsätze und zeigt euch, wie man sie sicher transportiert. Oder Fähigchen, ne? Mit eurem Blitzer. Mit einem Blitzableiter durch im Team. Ja, okay. Wart ab, wenn nochmal der Blitz auf meinem Steckchen ist. Was da für Schnee tut. Friendly Fire. Ins Zelt rein. Tüftler 66 hat mir die Details durchgegeben. Eure Com-Einheiten sind bereit. Oh, ich bin Wunderkiste. Zumindest nennt man mich so. Früher habe ich, ach, ist ja auch egal. Kiste! Was der Tüftler da hat. Was meint ihr? Ich mag ihn. Der Widerstand wird so noch im Nest ausgelöscht. Der Widerstand? Oder wer sonst die Com-Einheit aufhebt? Er nimmt an, dass nur Soldaten die Leichen des Widerstands einsammeln. Aber Zivilisten sammeln ständig Leichen ein. Flüchtlinge, Sympathisanten.
Manchmal sieht man sogar Kinder dabei. Das ist doch keine große Sache. Hört zu, euch raubt es vielleicht nicht den Schlaf, aber ihr müsst doch zugeben, dass es uns um Soldaten geht. Das sind wertvollere Ziele. Während ich die Bomben gebaut habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich noch leere Granatenhülsen habe. Eine Kommeinheit aktiviert jeder. Aber wenn wir eine Granate so präparieren, dass sie explodiert, wenn sie scharf gemacht wird, würde es nur die Soldaten erwischen. Was haltet ihr davon? Gebt mir die Granaten. Ich werde sie einsetzen. Sie sind alle vom gleichen Typ. Ihr werdet sie also nicht mit anderen verwechseln, die ihr vielleicht mit euch führt. Legt sie einfach zu den Leichen des Widerstands. Der Tüftler wird das Ergebnis lieben. Das garantiere ich. Das Gute siegt. Dieses Let's Play soll zur dunklen Seite führen. Tod und Verderben. Aber ich bin eine Fee, ich muss gut sein. Ja, was haben sie zum Maleficent nicht gesagt? Tja, irgendwer muss euch doch ein bisschen ausbremsen. Komisch, dass es immer die Frauen sind. Ich habe gehört, euer Einsatz mit Lieutenant Davril ist gut gelaufen. Ich hoffe, ihr fandet ihn nicht ungehobelt, mein Sith Lord. Im Gegensatz zu meinem geschätzten Kollegen mache ich den Erfolg meiner Mission nicht an der Lautstärke der Explosionen fest. Den Geist der Widerstandsbewegung zu brechen, ist wie das Zubereiten. Irgendwie passt mir das Gesicht. Erinnert mich an meine IW-Lehre. Mit Gastronomie habe ich nichts zu tun. War klar. Lustig. Immer so chillig. Der Widerstand wird vom Volk unterstützt. Wir müssen den Geist der Leute brechen, um den Widerstand niederzuschlagen. Lieutenant Davril hat euch zweifellos erzählt, dass sie Cyborg-Söldner von anderen Planeten hergebracht haben. Sie wurden mit einer experimentellen neuen Landetechnologie auf diesen Planeten transportiert. Diese Cyborgs metzeln unsere Soldaten nieder. Aber weiße Zähne. Denen schließe ich mit Freuden ihre Schaltkreise kurz. Wunderbar. Ich glaube, wir können sie an diesem Ort überraschen. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Bajoranern eine klarere Botschaft schicken. Wir bergen die Technologie, mit der die Cyborgs nach Balmora gebracht wurden. Und setzen sie gegen sie ein. Cyborgs töten, Technologie bergen. Was haltet ihr davon? Ihr seid hinterlistig. Bringt mir die Cyborg-Technologie. Dann werden die Balmoraner die Botschaft hier seid Idiot. Zu hören kriegen. Die dritte Antwort, ihr seid ein Idiot. So, wo müssen wir jetzt alles hin? Frage. Wenn irgendwie. Wo ist hier? Rennt ihr hinterher? Ich so fähige, also. Ich glaube, wir müssen hier Leute töten und Granaten platzieren. Ohne Problem. Ey, mein Blitzableiter leuchtet blau. Zeig mal. Ja. Nee. Das nächste Mal springe ich nicht an der. Das jetzt wieder für alle, Jan. Hopp, dort die Eidex, zeig. So blaue Blitze, siehst du? Ah ja. Denkst du, das ist der Farbkristall? Ja. Ja, dann macht er mal rote Blitze. Ja, wir müssen auch ein paar von denen töten. Boah, was läuft denn da für ein Roboter? Immer den größeren Gegner. Wo lauft ihr denn hin? Lichtjahre entfernt.
Ja, aber hier ist noch eine andere Quest. Die ist jetzt Inquisitor-Quest wieder. Ja, aber ich habe da so ein Blümchen, wo ich meinen Beruf nutzen kann. Da muss ich kurz Mono gehen. Okay, da folge ich wieder Fox. Rein. Nun dann, ich hätte wissen müssen, dass Bessica mich nicht kampflos gehen lässt. Aber einen Sith zu schicken, scheint mir fast übertrieben. Sollt ihr mich töten oder werdet ihr mich erst foltern? Folgt mir friedvoll und niemand wird verletzt. Ich habe mein Leben riskiert, um zur Republik überzulaufen. Glaubt ihr, ich werde euretwegen zurückkehren? Es gibt schlimmere Schicksale als den Tod. Und ein imperialer Wissenschaftler zu sein, ist eines davon. Das macht es nur noch schmerzhafter. Ich gehe nicht dorthin zurück. Ihr wisst nicht, wie das ist. Wir sind dort keine Menschen. Wir sind Maschinen, Sklaven, Tag ein, Tag aus. Keine geistige Freiheit, keine Kreativität. Ich habe satt, Tötungsmaschinen zu bauen. Ich möchte Gutes tun. Ich kann nicht dorthin zurück. Mal sehen, wie ihr euch nach dem hier fühlt. Foxy! Was denn? Ja, wenn man dann zuguckt, sind sie auf einmal böse. Nee, beim ersten Mal habe ich ihm die Chance gelassen, mir zu sagen, was ich will. Töten müssen. Ich kehre niemals freiwillig zum Imperium zurück. Wenn ich morden wollte, hätte ich es schon getan. Ja, ich bin doch auf den Stocken gegangen. Hast du ihm gerade... Was? Nein. Ihm wohl besonders schick geschlagen? Ich glaube, ich habe ihm ins Gesicht geschickt. Sith, Major Bessica hat uns geschickt, um den Wissenschaftler zu holen. Sagt dem Major, dass die Arbeit an dem Serum sofort beginnen soll. Natürlich. Wir sehen euch dann in Sobrek. Du hast schon einen getötet. Konnte ihn entweder nochmal schocken oder niederschlagen. Dann habe ich ihn niedergeschlagen. Warte mal kurz. Seid ihr noch drin? Mann, ich hab ein Hologramm gedünst. Gemacht. Eine Aufgabe nur für Sie? Oh, danke. Toll. Was hat der für einen Nichtnutz als Sohn? Ich hab's jetzt richtig verstanden. Wir müssen den Sohn befreien, vorher kriegen wir das Serum nicht. Ja, weil sein Sohn zu inkompetent ist.
Was sagst du zu deinem Jetpack? Naja, wäre es jetzt eh so spitz gewesen, dann hätte ich keine Sorge, es wäre vom Boba. Mit deinen zwei Düse da links, rechts, sieht auf jeden Fall mal besser aus, wie das, was du hast. Ich hab's Jetpack von HK-55. Auch eins. Ich hab leider keins mehr. Ich hab ein Fahrzeug mit Turbolader. Was? Also ich glaube, ich hab nochmal das, was Ippi auch hat. Weiter geht's. Über die Cyborg-Typis geht's jetzt zur Klasse. Das große. Das große. Hallo, das große. Okay, ich dachte, es dauert länger. Groß heißt nicht unbedingt stärker. Selber Sicherheit, bitte. Ich weiß nicht, habt ihr alle? Ja. Mir fehlt noch einer. Was kann der Erlaubnis, das zu plündern? Okay, also ich habe jetzt 5, habt ihr auch alle 5? Mhm. Okay, dann geht's jetzt zur Klassenquest von EMP. Mein Meister wartet schon auf Bericht. Oh, ist es, weißt du schon, wie der Padawan heißt? Hab ich vergessen. Aber du weißt es. Du weißt es, ich kann den Namen jetzt nennen. Nein. Weil wenn es die Person ist, die ich im Kopf habe, ist es der coolste Begleiter von allen, die der Sith-Krieger hat. Mit Abstand der coolste Begleiter, den du haben kannst. Versau's nicht. Ich will's töten. Also soll ich diesmal nicht töten? Willst du mal das sagen? Ich glaube, du kannst es nicht töten. Ich weiß es nicht. Weil ich ja nicht weiß, ob das jetzt schon die Quest ist oder nicht. Wir haben ja einen Heiler dabei. Richtig, macht nur gerade. Ich weiß nicht, ich hab den Move schon gedrückt, aber irgendwie hat's gedacht. Bei mir, wenn da die Attacken erst laden, dann habt ihr die 10er tot. Das ist nur jetzt so, wenn die dann noch mehr Leben haben, ist es auch nicht mehr so einfach. Oder wenn wir mal wieder eine Inni finden. Inni hab ich richtig. Also wir könnten eine zufällige Inni machen, aber dann hat sie halt einfach überhaupt nichts hiermit zu tun. Ne, es soll schon drin passen. Also wieder Ausschau halten, ob wir irgendwo eine Quest random am Rand finden. Der geht ab. Komm hoch. Sag weg. Guck mal, wir können LAN-Partys machen. Wäre erledigt. Mit
Uns legt sich besser niemand an. Ich werde eure Fortschritte verfolgen, mein Sith Lord. Wenn es scharf ist, lasse ich ihn detonieren. Natürlich erst, sobald ihr in sicherer Entfernung seid. Aber zunächst habe ich noch Darth Barras für euch auf dem Holo. Ich ziehe mich derweil zurück und überlasse euch die Leitung. Schüler, wir müssen noch ein potenzielles Problem aus der Welt schaffen, bevor du meinem Spion Commander Rylan gegenübertreten kannst. Wir müssen in eine Festung der Republik eindringen, um einen niederen Fähnrich namens Dermat zu finden. Er ist Rylons Sohn und der Commander hat ihm seine wahre Identität anvertraut. Fähnrich Dermat muss endgültig zum Schweigen gebracht werden. Vielleicht ist der Sohn ja vertrauenswürdig. Ich gehe keine Risiken ein. Und allem Anschein nach ist Rylons Sohn ein großes Risiko. Ich weise Quinn an, dir die Details mitzuteilen. Mach schnell. Mein Sith Lord, Dermat wartet in der Zelle des republikanischen Krater-Außenpostens auf seine Befragung durch die mysteriöse Agentin, der ich auf Barras Geheiß nachspüren soll. Ich werde euch Bescheid geben, wenn es so aussieht, als würde die Agentin sich dorthin aufmachen. Ich nehme doch an, dass ihr Dermat erreichen möchtet, bevor sie es tut. Was könnt ihr mir noch über die geheimnisvolle Agentin sagen? Sie scheint einem Mann der Republik nachzuspüren, einem gewissen Commander Rylon. Ich habe Anweisungen, nah dran zu bleiben, aber ihr aus dem Weg zu gehen. Ich konnte mich in das Sicherheitssystem einhacken, das ihr überwinden müsst, um in den Krater Außenposten zu gelangen. Ich starte die Übermittlung. Viel Glück bei eurer Aufgabe, mein Sith Lord. Falls ihr noch etwas braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Malawai Quinn. Also eigentlich müssen wir jetzt wieder in das Lager zurück. Ist es jetzt derselbe Junge, den ihr in eurer Quest habt? Wen? Den Sohn quasi. Ihr habt doch jetzt zugeschaut. Vom Namen her. Nein, das ist wie eine komplett andere Questreihe. Okay. Wir sind doch zu viert, warum steht die Wetten bei mir? Weil es seine Klassenstory ist. Und in der Klassenstory wird teilweise ein Begleiter vorausgesetzt. Es gibt ja auch Gefährten. Quests, wo du dann für bestimmte Gefährten hin musst und dafür wäre es ja dann blöd, wenn der Gefährte nicht da ist. War das Geräusch? Es heißt, der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol'Argen hat von eurer Zerstörung der Generatoren beim Nibray-Lagerhaus Wind bekommen. Er ist außer sich. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie er reagiert, wenn wir ihn mit der Ausrüstung seiner eigenen Cyborgs angreifen. Perfekt. Bitte, ihr beschämt mich. Ich habe mich ja kaum angestrengt. Dann muss ich unbedingt einmal sehen, was passiert, wenn ihr euer Bestes gebt. Um den Hauptstützpunkt des Widerstands zu erreichen, müssen wir durch die Gorinth-Wildnis. Aber der Widerstand hat alle imperialen Offensiven mit Guerilla-Angriffen aus diesem wilden und weitgehend unbekannten Gebiet zurückgeschlagen. Ein balmoranischer Deserteur, Kavil Arin, hilft uns dabei, durch die Wildnis zu gelangen und uns einen Weg zum Stützpunkt des Widerstands zu bahnen. Er ist am imperialen Gorinth-Außenposten. Thank you.
Also Balmorhea ist ein sehr großer Planet, wenn ihr die Karte aufmacht, und sehr verzweigt.